Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch die Jahresfavoriten von 2021. Aber zuerst möchte ich euch ein wunderbares neues Jahr 2022 wünschen. Bleibt gesund und hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr starten könnt. Die Jahresfavoriten von 2021 habe ich so zusammengestellt. Nicht die, die ich neu gekauft habe. Es hat zwar einige Produkte, die ich neu gekauft habe, aber es sind auch ältere Produkte. Einfach diese, welche ich letztes Jahr am meisten verwendet habe und die mich auch am meisten überzeugen. Ich habe keine Kooperationen, also ich verdiene überhaupt nichts dabei. Es ist wirklich nur meine Favoriten, die ich euch zeigen möchte. Und es ist mein Hobby. Also das möchte ich noch dazu sagen. Ich zeige euch diese Produkte, weil ich Make-up liebe und es zu meinem Hobby gehört. Und nur darum, sollte ich irgendwann was verdienen mit Kooperationen, was ich nicht denke, dann würde ich das auch erwähnen. Aber bis auf Weiteres ist es einfach nur mein Hobby. Einfach damit ihr das wisst. Starten wir mit dem Primer. Da habe ich nicht viel. Das ist mal den von Bare Minerals Primetime Original Foundation Primer. Den fand ich so gut, dass ich den leer gemacht habe. Es ist wirklich nichts mehr drin, der ist komplett leer. Also er ist silikonhaltig. Ich weiß aber gar nicht, ob der Silikon drin hat. Weil bei Bare Minerals kann ich mir das nicht vorstellen, dass der Silikon hat, aber er fühlt sich so an. Und ich mag es halt, wenn es sich so anfühlt. Ich habe einfach gemerkt, die habe ich am liebsten. Obwohl ja viele das nicht mögen mit Silikon. Also das ist der von Bare Minerals, fand ich super. Ist auch leer. Den, den ich momentan benutze, ist von Yves Saint Laurent, das ist dieser da, habe ich jetzt angefangen, man sieht es. Touche Eclat Blur Primer, den finde ich auch super, der fühlt sich auch so silikonhaltig an auf der Haut, aber ich mag den sehr. Dann, das ist nicht nur ein Primer, den kann man für Verschiedenes benutzen, das ist der Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Das ist so ein Allzweckprodukt, kann man sagen. Man kann den für als Primer benutzen, als Highlighter oder auch nur als Unterlage ohne Foundation, weil er macht so ein schönes Hautbild. Also man kann ihn für Verschiedenes verwenden. Man kann es sogar nur als Grundlage verwenden, ohne eine Foundation drauf zu tun, weil er macht so ein schönes Hautbild. Also das habe ich schon zum zweiten Mal gekauft. Okay, also dann fangen wir an mit Foundation. Da habe ich einige. Es kommt darauf an, ob man sehr deckende Foundation mag oder nur eine leichte. Die sehr deckende, das ist immer noch mein Favorit, das ist die Estée Lauder Double Wear Foundation. Man sieht, ich habe sie auch wieder sehr benutzt. Das ist mein Favorit, wenn man sehr deckend auftragen möchte. Dann auch mein Allzeitfavorit ist der von Tom Ford. Das ist so eine Stick Foundation. Der ist auch leer. Der ist leer und den werde ich mir definitiv nachkaufen. Den kann man so auftragen. Ist ja auch gut für die Ferien, weil er ja nicht flüssig ist. Kann man gut mitnehmen.
Und das ist der Tom Ford Traceless Foundation Stick. Würde ich jetzt auch eher als deckend beschreiben, aber ich finde den super. Und ich zeige euch ja Foundations, die sich für reifere Häutchen, wie sagt man, die ideal sind für reifere Häutchen, oder wie mich. Ich zeige natürlich nur Produkte, die ideal sind für über 50 Frauen oder die schon ein bisschen Fältchen haben. Dann habe ich noch die Perfect Cover BB Cream. Das ist von Misha. Die finde ich auch sensationell. Gehört auch zu den eher deckenderen Foundation. Die finde ich auch super. Dann, wenn man es ein bisschen leichter mag, habe ich hier die von es auch von Estée Lauder Futurist Hydra Rescue. Das ist die da. Die finde ich auch sensationell. Die macht so einen schönen Glow. Also die ist eher matt, oder? Und die ist eher glowig. Aber die macht so ein schönes Hautbild. Also ein wunderschönes Hautbild. Dann habe ich noch die Dior Backstage Foundation. Die benutze ich auch oft. Die kann man super auftragen. Die kann man auch aufbauen. Eine Schicht, wenn man es ein bisschen leichter haben will. Zwei, drei Schichten, wenn man es deckender haben will. Die ist wirklich auch super. Dann habe ich eine CC Cream von Chanel. Correction komplett super aktiv. Komplett Correction. Sonnenschutzfaktor 50. Die finde ich auch super. Und das ist nicht eine Foundation, sondern eben eine CC Creme. Ist etwas leichter. Aber ich finde, die deckt auch gut ab. Also die ist wirklich auch toll. Dann eine Neuentdeckung im letzten Jahr. Von der Drogerie. Das ist die Bourjois Healthy Mix Fond de Teint Anti-Fatigue Foundation. Das ist die da. Die finde ich auch super. Macht die auch einen schönen Glow. Also die ist auch nicht matt, sondern die ist eher glowig. Lässt sich super auf der Haut auftragen und macht ein wunderschönes Hautbild. Also alle die ich jetzt euch gezeigt habe, machen ein sehr schönes Hautbild. Und die super Neuentdeckung vom letzten Jahr ist die von Charlotte Tilbury, die Light Wonder Foundation. Die ist eher leicht und macht ein super schönes Hautbild. Die habe ich übrigens heute drauf. Wirklich wunderschön. Und zwar habe ich die von einer italienischen YouTuberin, die schon sehr lange davon schwärmt, die auch nicht immer wieder etwas Neues zeigt, also die nicht alle Monate ein neues Produkt zeigt, sondern wo wirklich fix oft die gleichen Produkte zeigt. Darum hat sie mich auch überzeugt. Und dachte, soll ich sie jetzt kaufen oder soll ich sie nicht kaufen? Weil das ist ja immer ein bisschen tricky, oder? Beim YouTube-Kanal. Aber sie hat mich so überzeugt, dass ich dann dachte, mol, die muss ich jetzt probieren. Und ich muss sagen, danke an diese YouTuberin, das ist Giovanna Lovison aus Italien. Und ich finde sie sensationell. Danke an Giovanna Lovison, italienische YouTuberin. Also wirklich fantastisch, fantastisch. Gehört zu meinen Lieblingen. Jetzt kommen wir zum Concealer. Und zwar habe ich hier die Bye Bye Under Eye Concealer von IT Cosmetic. Die habe ich sehr oft benutzt. Also eben gute Concealer sind, die sich nicht in die Fältchen kriechen lassen, oder? Die nicht, ja, die sich gut auf der Haut setzen,
und nicht in die Fältchen kriegen. Und das ist einer davon. Da muss man sehr wenig benutzen, weil die ist sehr fest oder dick, würde ich jetzt sagen. Darum muss man sehr wenig benutzen, aber die super Concealer. Dann eine Neuentdeckung vom letzten Jahr. Das ist der NARS Radiant Cream Concealer in der Farbe Vanilla. Das ist eine Empfehlung aus einem Laden. Und zwar hat die mir das empfohlen. Und ich dachte, dann habe ich schon mal erzählt in einem Video, dann dachte ich, kann ich der jetzt trauen oder nicht? Oder will die mir etwas anhängen, wo mir nachher nicht gefällt? Aber ich muss sagen, danke, vielen Dank an diese Verkäuferin. Es ist ein super Concealer. Kann man gut auftragen mit diesem Applikator und lässt sich wunderbar verteilen. Das ist übrigens auch eine Empfehlung von dieser italienischen YouTuberin Giovanna Lovison. Das war auch ein Grund, warum ich dann dieser Verkäuferin vertraut habe. Und dachte, okay, ich nehme den und ich bin sehr froh, habe ich den. Eyeshadow Base, da habe ich ganz einfach, da habe ich nur ein Produkt. Das ist der von Essence, I Love Color Intensifying Base. Eyeshadow Base, Lidschatten Base. Wirklich ganz einfach, sehr, sehr günstig, aber der hat mich überzeugt. Ich finde den super. Andere habe ich nicht. Dann kommen wir zu Augenbrauen. Da mache ich nicht viel. Ich mache es auch nicht immer, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich mal Lust habe, ja, damit ich meine Augenbrauen fixieren kann, mehr brauche ich nicht, weil ich habe doch sehr viele dicke Augenbrauen und nachziehen. Mit Farbe muss ich da eigentlich nicht groß. Also mit Augenbrauen mache ich nicht viel. Aber was ich mache, ist eben, das ist so ein, also das ist von Benefit. Die sind ja spezialisiert auf Augenbrauen. Die kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich den 24 Stunden Brausetter. Das ist so ein durchsichtiges. Wie sagt man, Applikator mit durchsichtigem Produkt und da gehe ich nur drüber, um die Augenbrauen zu fixieren und zu kämmen und das war es dann auch schon. Und die bleiben dann wirklich an Ort und Stelle. Und dann habe ich noch vom Benefit den Gimme Brow Plus. Das ist jetzt einer mit Farbe. Da habe ich die Farbe 4,5. Und das ist auch so ein Applikator. Der ist jetzt eben mit Farbe. Und die kann man auch so kämmen. Aber fixieren würde ich es dann eben mit diesem da, mit dem Brausetter. Das ist dieser da. Also die finde ich super. Und jetzt kommen wir zu den Lidschatten. Nein, der Puder noch, den Puder. Sorry, den Puder muss ich euch noch zeigen. Da gibt es auch nichts Neues in dem Sinn, sondern da habe ich auch zwei Favoriten. Das ist von Sisley, der Pitot Poudre Libre in Nummer 1 Irisee. Das ist so ein loses Puder. Wirklich wunderbar für reife Häutchen. Man kann die Foundation setzen, wenn man ein bisschen vor allem ölige Haut hat oder fettige Haut, dann kann man das gut setten und kriegt nicht in die Fältchen. Und ich habe eher trockene Haut, also für mich ist es auch super Puder, weil man sieht es dann nicht, oder dass man gepudert ist. Und dann habe ich noch von Charlotte Tilbury das Airbrush Flawless Finish Powder Skin Perfecting Micro Powder. Das ist so ein kompaktes Puder, habe ich auch viel benutzt. Das ist ein loses Puder und das ist ein kompaktes Puder. Und das ist auch sensationell für die Haut, wo man dann nicht sieht, weil es sehr, sehr leicht auf der Haut ist.
So, und jetzt kommen wir zu den Lidschatten. Da habe ich auch meine Favoriten, kann ich euch sagen. Das ist einfach sensationell. Und zwar meine absoluten Favoriten sind so Mono-Lidschatten von Chanel. Wenn man zum Beispiel nicht eine Lidschattenpalette kaufen will, weil die nicht Make-up verrückt sind, wollen vielleicht nicht eine ganze Lidschattenpalette kaufen, oder verstehe ich auch. Dann gibt es so Mono-Lidschatten, die kann ich absolut empfehlen. Und zwar ist das mal dieses hier. Das ist die Nummer 28 Sable. Die trage ich immer über das ganze Lid auf, oder? Und nachher nehme ich diese da von Nummer 14 Talpa. Den trage ich dann auf bis hier, kurz über den Knochen, weil ich habe ja Schlupflider. Und dann trage ich das ein bisschen über den Knochen auf, damit man auch was sieht, wenn man gerade ausschaut, oder? Und das sind wirklich, die habe ich sehr, sehr oft benutzt. Ich habe noch andere Farben. Grün ist auch schön. Dann Rose Synthetic ist auch wunderschöne Farbe. Das ist so rosa. Aber als Basis nehme ich immer diese Farbe. Nehme ich immer diese und dann nehme ich dann die andere Farbe obendrauf. Dann habe ich neu mir gekauft letztes Jahr und ich bereue es keine Minute. Das ist von Too Faced Natural Eyes Lidschattenpalette mit so einem Herzchen drauf. So eine schöne Verpackung. Aber nicht nur die Verpackung, sondern auch die Lidschatten sind ein Traum. Ein Traum. Und zwar sind so Schimmerfarbe, ich würde jetzt nicht, die da sind matt, die da auf der Seite sind matt und die anderen sind etwas schimmrig, aber wunderbar. Ich habe es heute drauf, ich habe mich heute so geschminkt. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, wunderschöne Palette. Ich habe zuerst die Basis genommen, da die helle Farbe. Dann habe ich die mittlere Farbe genommen und und die obere noch habe ich zusammen verblendet und auf der Seite am äußeren Augenwinkel habe ich dann diese braune genommen. Also wunderschön. Dann habe ich mir noch geleistet die Tartelette in Bloom von Tarte. Auch wunderschön, vor allem weil es hier viele matte Farben hat, Brauntöne und auch ein bisschen schimmrige Töne. Und alle Farben, von hell bis ganz dunkel. Also wunderschön, wunderschön. Dann habe ich noch von Charlotte Tilbury. Das ist die Instant Look of Love in Palette Pretty Blush Beauty. Das ist so ein Allround-Produkt. Da hat man auch Blush und Bronzer drin und der Rest ist Lidschatten. Und die lassen sich wunderbar auftragen. Wunderschön auf dem Augenlid. Das ist wirklich eine wunderschöne Palette. Und hier hat man alles drin. Wenn man zum Beispiel auf Reisen geht, mit Blush, Bronzer und Lidschatten. Wunderschön. Und dann habe ich noch das letzte. Das ist auch eine große Lidschattenpalette. Die Natasha Denona Glam Palette. Die ist auch wunderschön. Super Qualität. Hat matte Farben und schimmrige Farben. Also sensationell. Und die Qualität ist top. Top, top, top. Aber die Qualität ist bei allen top, muss ich sagen. Die ich euch jetzt gezeigt habe,
ist die Qualität top. Was ich aber sagen muss, die Lidschatten in der Drogerie finde ich auch sehr gut. Also die stehen den High-End nichts nach. Wirklich super Qualität. Aber die High-End haben doch noch einen Touch bessere Qualität. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Lidschatten in der Drogerie gibt es wirklich sehr, sehr gute. Da kann man auch sich dort austoben. Aber unter dem Strich ist die Qualität dann doch nicht die gleiche wie bei den High-End. Ich hoffe, ich habe mich gut ausgedrückt, dass ihr versteht, was ich meine. So, dann kommen wir zu den Eyelinern. Und zwar meine Liebsten. Da muss ich leider auch bei den High-End-Produkten bleiben. Und zwar die, die ich am meisten benutzt habe, sind die von Chanel. Und zwar den allermeisten ist der Stilo Jeu Waterproof in Brun Agape. Das ist dieser da. Wenn man den drauf tut, bleibt er an Ort und Stelle. Sensationell, kann ich nur empfehlen. Die von Chanel sind sensationell. Und ich habe viele Sachen ausprobiert, aber das ist wirklich super. Dann habe ich noch den von Le Crayon Kohl in der Farbe Graphit. Den liebe ich auch so sehr. Ich trage keine schwarzen Eyeliner mehr auf, weil das ist einfach viel zu hart. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, nehmt andere Farben. Brauntöne, Grautöne, die habe ich am meisten benutzt. Und auch Lila und Grüne, die sind auch wirklich. Probiert das mal aus. Das ist wirklich, oder Bordeaux ist auch sehr schön. Das ist wirklich, das sieht einfach fantastisch aus auf dem Auge. Dann für die obere Wasserlinie benutze ich den von Estée Lauder. Das ist die Nummer 02 Coffee Double Wear Eyeliner. Die finde ich wirklich Stay in Place Eye Pencil. Das steht wirklich in Place, kann ich euch sagen. Die sind auch sensationell. Dann die anderen, die ich auch sehr gut finde, sind von Sisley. Die sind auch sehr, wirklich. Es gibt sie in matte oder in schimmrige Farben. Ich finde beide toll. Das sind die Pütö Kohl Star Waterproof. Ich habe hier Sparkling Grey, dann habe ich Mystic Plum. Wirklich super Qualität. Dann noch von MAC, die darf man nicht vergessen. Von MAC gibt es auch einen, der ist auch bekannt. Das ist der Teddy Eyeliner. Ups, der Teddy Eyeliner. Der ist super. Wirklich sensationell. Den habe ich auch oft gebraucht. Der ist klein geworden. Heute habe ich den von Chanel drauf. Brun Agape. Ah, und was nicht, sorry, ich habe noch was vergessen und das will ich euch nicht vorenthalten. Die Lidschattenpaletten von MAC sind auch sensationell. Und da kann man zum Beispiel auch separate einzelne Lidschatten zusammenstellen, wenn man zum Beispiel nur zwei braucht. Im Grunde genommen braucht man nur zwei, höchstens drei, finde ich. Da kann man zum Beispiel auch eine Palette mit zwei kaufen oder mit vierer Palette oder jetzt die sechse, wie ich habe. Und den ich am meisten benutzt habe, ist der weiße da oben. Das sieht man ja. Das ist der White Frost. Weil wenn ich dann die Lidschatten aufgetragen habe, trage ich immer noch im inneren Augenwinkel und da zum Verblenden nochmals dieser White Frost auf. Weil das sieht einfach dann, das habe ich jetzt heute auch drauf, das sieht einfach nochmals frischer aus. So, dann kommen wir zum Mascara. Mein All-Time-Favorite ist der Chanel Le Volume Mascara.
All-time favorite. Da gibt es nichts dazu zu sagen. Und bei Mascara bleibe ich auch bei High-End-Produkten. Ich habe es mehrere Mal versucht mit Drogerie-Mascaras. Es gibt sicher sehr gute, aber sie sind nichts im Vergleich zu den High-End-Mascaras. Kann ich nichts anderes sagen. Dann die von Lancôme, die Lash Idol, finde ich auch super, wirklich zu empfehlen. Die habe ich noch nicht so lange, also erst letztes Jahr eben gekauft und kann ich auch nur empfehlen. Ich habe sie heute drauf. Wirklich super. Und von Benefit, die von Benefit kann ich euch alle durchs Band empfehlen. Ich finde die alle gut. Du trägst sie auf, einmal, höchstens zweimal, wie übrigens die anderen auch, und dann bist du fertig. Sie trennen die Wimpern gut, sie geben gut Farbe ab, sie vermatschen nicht, und das liebe ich halt an den High-End-Mascaras. Und die von Benefit, das ist die Real Magnet, They are Real Magnet Mascara. Die habe ich auch sehr oft getragen. Das ist jetzt eine, die schenke ich meiner Freundin. Ich habe meine schon aufgebraucht. Super Wimperntrennung, super Farbabgabe für oben und unten. Sensationell. Dann kommen wir zum Bronzer. Und dort muss ich sagen, da gibt es auch super Drogerieprodukte. Dort kann ich sagen, da muss man keine High-End nehmen. Da hat es wirklich sehr, sehr gute Bronzer in der Drogerie. Da muss man nicht viel Geld ausgeben. Also wenn man eben jemand ist, wo nur einfach sich schminkt und das für den Alltag benutzt und nicht so ein Freak ist wie ich, reichen vollkommen Drogerieprodukte. Fangen wir gleich mit den Drogerieprodukten an. Ups, ich habe hier die von Catrice. 3 Steps to Contour. Steht zwar Contour Palette von Catrice, aber es hat 3 Farben zum Konturieren, zum Bronzen und zum Highlighten. Und ich kann euch sagen, die ist sensationell. Dann habe ich benutzt von NYX 3 Step to Sculpt. Bronzer, da sieht man auch, bin ich schon unten angekommen. Das ist die Farbe, die ich am meisten benutze. Die finde ich noch gut als Base, für bevor man den Lidschatten aufträgt, ist das so eine Base. Die ist wirklich auch sehr gut, aber der Bronzer ist wirklich super, super. Dann habe ich auch noch von den da von Catrice Holiday Skin Luminous Bronzer with Macadamia Oil. Der riecht nach Macadamia. Der ist wirklich auch sehr schön. Ich habe ihn in der Farbe 010, also den hellsten. Bronzer Drogerie kann ich absolut empfehlen. Dann kommen wir zu den High-End-Bronzer. Den ich am meisten benutzt habe, ist der von Dior. Schaut euch mal das Packaging an. So aus Leder. Und dann hier die Farbe. Die Farbe ist die Nummer 4 Tan Bronze. Der lässt sich auch sehr gut auftragen. Mit dem Pinsel wirklich lässt sich gut verblenden. Also die von der Drogerie auch wirklich super. Dann habe ich noch einen von Hourglass. Das ist der da. Das ist der Nude Bronze Light Ambient Bronze. Der ist auch super. Von dem kann man nicht zu viel auftragen. Ist wirklich, kannst du rein, den kannst du aufbauen. Sieht super aus. Dann kommen wir schon zu den Blushes. Und bei den Blushes ist es wieder so, bei der Drogerie habe ich keine gute Blush gefunden.
Und zwar finde ich, dass die nicht lange halten. Es gibt sicher schöne, aber die Haltbarkeit sehe ich in den Drogerie-Blushes nicht. Darum zeige ich euch nur High-End-Blushes. Und zwar habe ich von MAC, das ist so ein Creme-Produkt von MAC. Das ist der Blush Please in der, Glow Play Blush Fard Ajouer in der Farbe Blush Please. Ich habe noch einen anderen, das ist die Farbe Grand. Und die lassen sich auch wunderbar verblenden und sieht sehr natürlich aus, dieser Creme Blush. Dann habe ich von Guerlain, der riecht einfach wunderbar. Das ist der Blush, der kann ich nicht lesen. Brauche ich wieder die Lupe. Poudre Visage Macré Pearly Face Powder Brasilien Schimmer. Also er hat einen Schimmer, aber das sieht so schön aus auf der Haut. Wirklich wunderbar, natürlich. Und er riecht einfach fantastisch, fantastisch von Guerlain. Dann habe ich von Sisley. Diesen habe ich sehr oft benutzt. Das ist der Le Buteau Blush Lumière Radiant Blush. Das ist die Nummer 1 Pink Peony. Den habe ich sehr oft benutzt. Lässt sich so schön auftragen auf der Haut. Sieht total natürlich aus. Wirklich super. Dann habe ich von Dior, den habe ich auch rauf und runter getragen. Und zwar ist das der da. Wunderbar sieht der auf der Haut aus. Das ist die Nummer, also Rouge Blush Couleur Couture 219 Rose Montagne. Wunderschöner Blush. Und die bleiben alle lang, den ganzen Tag. Dann habe ich noch den, den ich heute aufgetragen habe. Das ist von Laura Mercier. Das ist dieser da. Und zwar ist das der Blush Couleur Infusion in der Farbe Fresco. Den habe ich heute drauf. Sieht sehr natürlich aus. Habe ich euch gesagt, welchen Bronzer ich aufgetragen habe. Das war der von NYX. Den habe ich heute aufgetragen. Einfach wunderbar. Und dann das Puder, das ich am Schluss immer auftrage mit einem dicken Pinsel. Das ist von Hourglass. Das ist der Ambient Lighting Powder Poudre Lumière. Und das ist dieser. Das macht einfach so ein wunderbarer Blurring-Effekt auf der Haut. Die Haut sieht einfach so schön aus nach diesem Puder. Das mache ich immer am Schluss. Das ist echt einfach toll, einfach toll. Ich bin unten angekommen, wie ihr seht, aber auf der Seite hat es noch viel Produkt. Den habe ich wirklich sehr oft benutzt. Dann den Fixing Spray, den ich am allermeisten benutzt habe und ich schon mehrmals benutzt habe, ist der von Urban Decay, der All-Nighter Fixierspray. Das ist mein absoluter Liebling. Ich habe einen gehabt von Benefit, aber ja, er war gut, aber ich mag den besser. Und momentan habe ich den ausprobiert von IT Cosmetic, Your Skin But Better Setting Spray. Der finde ich auch sehr gut. Aber ich muss sagen, ich bleibe, wenn alles aufgebraucht ist, bleibe ich bei dem. Den habe ich am liebsten. So, jetzt kommen wir zu den Lippenstiften. Und bei den Lippenstiften, tut mir leid, aber dort bleibe ich auch bei den High-End. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Die Konsistenz von den Drogerieprodukten, von den Lippenstiften, finde ich super. Und es hat wirklich sehr, sehr schöne Lippenstifte in der Drogerie.
Aber ich komme mit denen einfach nicht klar. Ich kann nicht einen Lippenstift gebrauchen, wenn ich den auftrage und nach zweimal geht er mir schon kaputt oder fängt an zu wackeln. Das habe ich schon mehrmals erwähnt im Video. Ich mag das einfach nicht. Ich will einen Lippenstift bis am Schluss brauchen, damit er bis am Schluss auch ganz ist und sich auch hält. Und das ist der einzige Grund. Ich liebe zum Beispiel auch Lippenstifte aus diesem Grund, die so konzipiert sind, oder? Die da die Hülse rundherum haben und nicht zum Beispiel, wo habe ich jetzt denn den da? Oder? Weil eben diese da in der Drogerie fangen einfach mit der Zeit an zu wackeln oder gehen kaputt. Das ist der Grund. Genau, das ist der Grund, warum ich die Drogerie-Lippenstifte nicht mag. Weil die Konsistenz, die finde ich sensationell. Also ich habe zum Beispiel den von Maybelline. Das ist der Nummer 148 Sommer Pink. Ich finde den wunderschön. Und auch von L'Oréal hat es viele schöne Lippenstifte. Aber ich will es auftragen und nicht immer Angst haben, dass die kaputt gehen. Das ist der Grund. Und jetzt zeige ich euch meine Lieblingslippenstifte. Das ist einerseits der von Estée Lauder. Das ist der Pure Color Desire Lipstick Rouge in Unbreakable Chrome Nummer 111. Das ist der da. Eben. Der ist auch mit der Hülse. Den habe ich sehr, sehr oft gebraucht. Der ist bald mal zu Ende. Den mag ich auch eben, weil die Hülse so umrandet ist. Da kann dir nichts passieren. Der hat einen Schimmer auf den Lippen. Aber ich finde den so schön. Und die Farbe ist wunderschön. Und der Magnet, das Packaging ist auch wunderschön. Das ist einer meiner Lieblings. Dann kommen wir zu sehr High-End. Das ist von Tom Ford. Das ist dieser da. Das ist der Lip Color Rouge à Lèvres Nummer 69 Night Mauve. Den habe ich bis am Schluss gebraucht. Wunderschöne Farbe. Es hat wunderschöne Farben von Tom Ford, von diesen Lippenstiften. Der macht so eine schöne Lippe. Also ein Traum. Wenn ihr euch mal einen Lippenstift gönnen möchtet, wenn er im Sale ist, wenn es Rabatte gibt, würde ich euch so einen mal empfehlen. Das kann man mit nichts vergleichen. Also beide übrigens. Kann man mit nichts vergleichen. Qualitativ sensationell. Dann habe ich noch von Chanel mein Lieblingslippenstift. Mademoiselle 434 Rouge Coco, das ist dieser da. Wunderschöne Farbe. Das ist jetzt so ein Lippenstift, eben wo ich Mühe habe, aber eben der geht auch nicht kaputt jetzt bei Chanel. Aber es ist halt immer schwierig, man darf nicht zu fest drücken, weil sonst muss man halt immer Angst haben, er geht kaputt, oder? Aber bei diesem eben ist es mir jetzt nie passiert. Dann noch von Chanel die Rouge Coco Flash Nummer 90. Ihr seht, ich mag die mit den Hülsen da rundherum. Die sind auch super, machen eine super schöne Lippe. Dann habe ich von Bobbi Brown auch dieses Konzept. Ihr seht, ich mag dieses Konzept, weil da läuft nichts schief. Das ist von Bobbi Brown Nourishing Lip Color in Desert Rose. Das ist den, den ich heute trage. Ist so ein Braunton, ganz natürlich. Und den Lip Liner habe ich benutzt von Chanel. Das ist Le Crayon Lèvres Moldurée Nude. Das ist dieser da. Dann habe ich noch von Bobbi Brown, das ist der Luxe Shine Intense Lipstick Power Lily.
Das ist wirklich ein Schein, wirklich wunderschön, habe ich auch oft benutzt, seht ihr? Der ist wirklich auch wunderschön. Und das Packaging auch und der Inhalt auch, die Konsistenz. Hammer, Hammer. Dann habe ich einen von Charlotte Tilbury. Das ist First Dance. Es gibt ja matte oder satinierte. Das ist jetzt eher ein matter. Und das, der heißt First Dance. Auch wunderschöne Farbe vor allem. Eine wunderschöne Farbe. Und MAC kann ich euch auch empfehlen. MAC ist wirklich, die haben auch sehr gute Lippenstifte. Die haben eine schöne Konsistenz. Ich mag am liebsten die satinierten, die Satin. Ich habe jetzt hier Angel, das ist ein Frost von der, wie sagt man, von der Linie Frost Angel. Den habe ich auch sehr oft benutzt. Wirklich wunderschön. Und wenn ihr jetzt mich fragt, welche ich am allerliebsten habe, also was die besten sind, dann sage ich euch, das sind die besten. Da kann ich jetzt Charlotte Tilbury nicht mehr dazu nehmen. Sie sind super, aber überzeugt haben mich die. Und zwar ist es Estée Lauder, Tom Ford, Bobbi Brown, Chanel und MAC. Bei denen könnt ihr nichts falsch machen. Die sind echt toll. Ja, und dann habe ich. Oh, ich habe noch. Oh. Ich habe noch einen Bronzer vergessen. Das ist doch der Butterbronzer von Physician Formula. Und der riecht so fein. Der ist auch super. Wirklich toller Bronzer. Super Bronzer. Den bekommt man auch in gewissen Drogerien. Der ist wirklich. Oder man kann ihn bestellen online. Physician Formula Butterbronzer. Wunderschön. Und jetzt noch etwas zum Abschminken. Auch eine große Empfehlung von mir, wenn ihr am Abend euch abschminken wollt. Das Beste, was es gibt, ist von Clinique, meiner Meinung nach, Take the Day Off. Das ist der da, habe ich schon mehrmals leer gemacht. Das ist der da. Also man kann es auf zwei Arten machen. Entweder nimmt man die Augen zuerst separat weg und dann fängt man an, das zu emulgieren mit ein bisschen Wasser, auch mit den Augen, und da löst sich das ganze Make-up. Ihr könnt es auch von Anfang an machen, weil das Make-up löst sich auch, also auch das Augen-Make-up löst sich wirklich sehr gut. Ich mache es immer zweimal und dann habt ihr so eine schöne Haut. Das macht so eine schöne Haut nach dieser Make-up-Entfernung. Wirklich wunderbar, nur zu empfehlen. Und wenn man noch einen draufsetzen möchte, dann habe ich neu probiert, übrigens auch von dieser italienischen YouTuberin Giovanna Lovison. Das ist der Elemis Pro Collagen Rose Cleansing Balm. Ich dachte, ich probiere das mal. Das ist aber nochmals eine Stufe höher preislich. Das riecht. Ich sag euch, das riecht sensationell. Habe ich jetzt auch fast Richtung leer gemacht. Das ist auch, müsst ihr nicht die Augen-Make-up zuerst entfernen. Ihr könnt das emulgieren. Ich mache das auch zweimal. Da löst sich das ganze Make-up und es riecht so, so gut. Es riecht so, so gut. Aber das ist nochmals eine Stufe höher. Aber ich kann euch sagen, der reicht es auch aus. Ist super und werde ich immer wieder nachkaufen. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich euch alle meine Favoriten vom letzten Jahr gezeigt. Ich hoffe, ihr könntet etwas daraus mitnehmen, was euch inspiriert hat. Das sind wirklich super Produkte. So,
Nun verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch nochmals ein wunderschönes neues Jahr. Tschüss, bis bald.